Ja, dann gehe ich erstmal wieder hier rum um die Lichtung. Ich glaube nämlich, von hier kann ich mehr erreichen. Was ist aber das hier? Ach, hier kann ich. Jetzt kann ich irgendwie. Hey! Eine weitere Ab. Ich verstehe nicht ganz warum, aber es ist so. Ach, das soll die Brenda sein. Hier, guck mal, das ist erst so. Dafür Schluss. muss ich erst mal ungesehen auf die Lichtung kommen. Jemand mochte es wohl nicht, dass ich gestern in ihren Sachen rumwühlte. Okay. Nuri, kannst du die Brenda ablenken? Sie sieht nett aus. Ich weiß. Aber darauf können wir uns nicht verlassen. Nuri könnte sich vor dem Magier als der Versteinerte ausgeben. Doch ist ihre Stimme dafür nicht tief genug. Uno momento. Aus welcher Richtung erfolgte der Angriff? Psst. Nuri, kannst du mir einen Gefallen tun? Lenk den Magier ab. Hüpf hinter die Statue und rede mit ihm. Er wird glauben, du bist die versteinerte Frau. Soll ich ihm von König Kastanie und den Rübengeistern erzählen? Nein. Beantworte seine Fragen. Welche Fragen? Und was soll ich antworten? Hör hin. Wie viele Angreifer waren es? Sag, du wurdest überrannt. Wie sah der Magier aus? Es war zu neblig, du konntest nichts erkennen. Woher weißt du das alles? Ich weiß es doch gar nicht. Ich rate nur. Aus welcher Richtung erfolgte der Angriff? Und in welche Richtung sind sie dann gegangen? In den Wald. Kannst du dir das merken? Ja, das ist leicht. Das ist lustig. Was für eine Zeitverschwendung. Es scheint, der Geist dieser Bauern ist nun endgültig zum Erliegen gekommen. Ha! Ich habe Kontakt. Was sagt sie? Braucht ihr Hilfe bei der Mitschrift? Nein. Der Bericht ist unkompliziert. Ich kann ihn mir so merken. Der Bericht ist unkompliziert. Nuri! Erzähle dem Magier etwas anderes. Auf die Frage, wie viele Angreifer es waren, sagst du... Wir müssen was Kompliziertes machen. Sag 11 bis 15. Wenn er eine Beschreibung des Magiers haben will, antworte... Er trug eine kokosfarbene Brosche auf der linken Brust. Erzähle ihm, der Angriff erfolgte aus... Er erfolgte aus Nordost. Und wer auch immer euch angegriffen hat, ist geflohen nach... Nach Nordwesten. Kannst du dir das merken? Was trug er nochmal? Eine krokusfarbene Brosche auf der linken Schulter. Dann mal los. Das wird, glaube ich, zu viel jetzt für ihn. Deswegen habe ich die schwierigsten genommen. Danke, Nuri. Du bist mir eine große Hilfe. Die Aussage hat sich geändert. Sie kamen aus Nordwest und gingen dann wohin? Breda, wo bleibst du? Ich kann mir das alles doch nicht alleine merken. Alles klar, abgelenkt. Das wird sie erst einmal beschäftigen. Gut, okay. Wie schnell er da rum ist, aber okay, gut. Wir zerschneiden mal die Absperrung. Und schauen uns mal die Sternsäule hier an. Ich kann auch das Leben in ihm spüren, unheimlich. Diese Säulen erinnern mich an Fahis Beschreibung der Grabkammer. Auch die haben noch Leben in sich gehabt. Da ist ein Schloss dran. Was aber kein Problem darstellen sollte mit einem Messer. Das Schloss ist zu...
Dann halt mit einem Zerstörungszauber. Nichts geschieht. Die wenigsten Schlösser lassen sich von meinem kümmerlichen Zauber beeindrucken. Schade eigentlich. So ein Zauber wie Aktivierung, das wäre viel cooler. So, dann wollen wir nochmal schauen, was wir hier gestern nicht schauen konnten. Kissen. Huch, nimm doch mit. Okay, noch mehr Kissen. Okay. Igitt. Was auch immer da drin ist, es stinkt fürchterlich. Er scheint nicht wirklich irgendwas hier mitnehmen zu wollen. Eine Wasserpfeife ist ja auch, alles klar, ja. Wer weiß, was der Typ zu sich nimmt. Es ist nur das Bett, wie es aussieht. Ich komme mir verarscht vor. Ah, Kästchen. Er will sich verarschen. Sie riechen seltsam. Irgendwie... Oh, mein Kopf. Bei Fex. Was ist das für ein Zeug? Seltsame Gurken. Okay. Teppich haben wir auch. Warum verschiebt der hier alles? Ach so, wir mussten was suchen. Ein Schlüssel. Das reicht, Breda. Wir haben eine Aussage. Hast du den Tatort vollständig untersucht? Ja, da war nichts. Wenn es noch etwas gibt, dann im Zelt. Ich schreibe das hier nur noch eben zu Ende. Oh je. Wandteppich. Wenn hier nur eine Tür wäre. Hängematte? Bis ich da oben bin und die Matte sich beruhigt hat, bin ich längst aufgeflogen. Bitch. Wenn sie wirklich gleich das ganze Zelt durchsucht, würde sie mich auch da finden. Es hilft alles nichts. Ich muss hier raus. Kann ich einfach rausgehen? Einfach raus, schnell. Ich kann hier nicht raus. Ich würde den Magiern direkt in die Arme laufen. Kann ich den Wandteppich einschneiden? Muss ja irgendwie jetzt so gehen. Nach draußen. Schnell, verschließen. Geschafft. Und bring den Tatort nicht durcheinander. Ich höre jedes Scheppern. Das war knapp. Huch. Hier steht ja noch einer. Offenbar haben noch nicht einmal die Magier ihn hier... Praios, stehe mir bei. Das ist die Maske aus der Grabkammer. Was hat mir dieser Kerl noch alles verschwiegen? Na huch. Er hält die Maske fest in der Hand. Ich muss zu härteren Mitteln greifen, will ich sie abbekommen. Ein weiterer Versteinerter. Und er hält die Maske aus Fahis Erzählung in der Hand. Die Maske ist hier? Hä? Jetzt raff ich aber ernsthaft nichts mehr. Wir machen das bei der Truhe auf. Wir machen die Truhe nicht mit den Gurken auf, wir machen die Truhe natürlich mit dem Schlüssel auf. Dafür bin ich zu weit weg. Hier ist ein Wagen. Er sieht nicht aus, als könnte ich ihn von Hand verschieben. Und das war's, oder wie? Nee, hier ist noch ein Weg Keil. Dann. Das kann ich auch hier lang, alles klar. So, Schlüssel, Anschluss. Passt. Und da ist... Das Kind habe ich damit ganz schön beeindruckt. Die macht sich nicht mehr über mich lustig. Das Kind hab, die macht sich nicht mehr... Nee, ich will aber die aus... Ah, ein Mais haben wir noch. Das Balk hat meine Schöpfung weggesperrt. Ich fühle mich geehrt. So. Und mit dem Mais sollten wir es ja theoretisch abbekommen. Mir fehlt noch ein Hammer. Der Hammer fehlt noch, alles klar. Einen Schritt weiter und sie sehen mich. Dann gehe ich mal außen rum.
Mit ihm zu reden ist hoffnungslos. Nuri hinter der Säule ist immer noch da. Es scheint dir Spaß zu machen. Ich lasse sie mal in Ruhe. Kann ich ihr einfach mal mitnehmen? Löffel weg von meinem Hammer. Unsinn. Ach, er hört doch jedes Scheppern, gell? Vielleicht ist er dann aufgebracht, wenn es scheppert. Nein. Wehe, du bringst den Tatort durcheinander, Mädchen. Ich pass schon auf. Ach, er hört doch jedes Scheppern. Moment. Sie würde zerbrechen, der Magier sich umdrehen und mich sofort sehen. Nehmen wir hier Hinterstellung. Sie würde zerbrechen. Ach, er stellt sie absichtlich alles da. Und wenn ich es von hier mache? Sie würde zerbrechen, der Magier sich umdrehen und mich so... Auch unschön. Ich halte besser Abstand. Kann ich mich... Ich kann auch da unheimlich. Verstecken kann ich mich auch nicht hinter ihr wahrscheinlich. Ich halte besser ab. Kann ich von der anderen Seite das ausmachen? Ja, ich sehe sie noch. Sehr schön. Sehr schön. Hey, ich sagte nichts kaputt machen. Kaum zu glauben, was alle an ihr finden. So. Der Herr wurde abgelenkt. Und wir holen uns jetzt wirklich gerade dieses Artefakt, was anscheinend so mächtig sein soll. Aber wie kommt das hierher? Wie hat der das in seinen Besitz bekommen, Herr Desrach? Oder will er irgendwas machen mit dem Artefakt? Ich brauche Hammer und Meißel. Dann tu ich es fast da kombinieren. Oh mein Gott, ey. Keiner hört. Ich habe sie. Jetzt bloß weg von hier. Na dann. Gehen wir mal hierher. Nehmen Nuri mit und dann verschwinden. Wen haben wir denn da? Breda! Es gibt einen neuen Tatverdächtigen. Was hast du da, Junge? Das hier? Das kann nicht sein. Magister Budiak? Was ist das? Nichts. Nimm es ihm ab und gib es mir. Das ist ganz offensichtlich ein sehr gefährliches Artefakt. Ich muss es umgehend zur Untersuchung in die Akademie bringen. Du verhörst derweil den Schweinehirten. Verstanden. Also, wer bist du? Und warum schleichst du hier herum? Ihr könnt das Artefakt nicht einfach mitnehmen. Sieh mich an, wenn ich mit dir rede. Das Kampfseminar will wissen, was hier Schreckliches geschehen ist. Ich dagegen bin überrascht, wie langweilig unsere Ermittlungen bisher verlaufen. Also mache es mir bitte nicht zu einfach. Sonst bin ich nur noch mehr enttäuscht. Erste Frage, was war das für ein Artefakt? Das war eine uralte magische Waffe. In den falschen Händen kann sie großes Unheil anrichten. Und wie kommt jemand wie du dazu, etwas so Mächtiges zu besitzen? Ich habe sie hinter dem Zelt gefunden. Eine der Statuen hatte sie in der Hand. War das alles? Kann ich jetzt gehen? Junge, bist du langweilig. Du hast nicht einmal versucht, mich anzulügen. Selbst schwarzmagische Vorfälle bekommt dieses Königreich nicht richtig hin. So, und nun meine letzte Frage. Wer bist du überhaupt? Geron. Ich bin Geron. Gut, das war alles. Du darfst gehen. Im Ernst? Ich sehe doch aus 100 Schritt, dass du harmlos bist. Oder hast du noch eine letzte Frage, bevor du in dein ereignisloses Leben zurückkehrst? Ja, natürlich. Ehrlich währt am längsten. Du bist Novizin an der Magierakademie, richtig? Richtig.
eine werdende Kampfmagierin, auf ewig dazu verdammt, dem Andergaster-Adel in seinem schwachsinnigen Geplänkel gegen Nostria zu dienen. Warum gehst du nicht fort, wenn du es nicht magst? Erst muss ich meine Ausbildung durchhalten. Was ist hier geschehen? Hatte ich das nicht schon erzählt? Gestern Nacht haben sich 5 Andergaster im Gasthof zum fetten Schinken zusammengefunden, um einen tulamidischen Händler aus ihrem Wald zu vertreiben. Und so fand man sie am nächsten Morgen. Du hattest nicht erzählt, dass sie sich im Gasthof trafen und dass es 5 waren. Jetzt weißt du auch das. Aber es sind nur 4 Statuen. Was ist mit dem Tulamiden geschehen? Das wissen wir nicht.